Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Ja, ich habe mir gedacht, wir spielen in der heutigen Folge einfach mal wieder eine Runde mit dem freiwilligen Feuerwehr-DLC. Das heißt, wir befinden uns hier aktuell in unserer Wohnung. Wir sehen auch schon einen Pfeil und wir sehen auch schon unser Fahrzeugsitz da unten markiert. Es hat einen Grund, warum jetzt schon die Pfeile da sind. Und zwar, mir ist anscheinend vor längerer Zeit hier auch im freiwilligen Feuerwehr-DLC der Fehler mal passiert, dass ich aus Versehen auf neues Spiel geklickt hatte im Gedanken. Und somit ist leider der Spielstand weg. Das heißt, wir müssen alle Lehrgänge nochmal machen, wir müssen uns hier nochmal komplett hocharbeiten. Und somit habe ich jetzt den ersten Lehrgang angenommen. Wir werden jetzt gleich zum Gerätehaus fahren, werden da den ersten Lehrgang wieder mal mitmachen. Und dann können wir den ersten Einsatz starten. Ja, ist natürlich jetzt doof, dass wir das wiederholt machen müssen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann mir das passiert sein soll, dass ich hier auch im Freiwilligen Feuerwehr auf ein neues Spiel geklickt habe. Aber anscheinend ist es so, weil, wie gesagt, Spielstand ist weg. Somit bleibt mir nichts anderes übrig, außer mich nochmal hochzuarbeiten hier und die Lehrgänge nochmal zu machen. Ich finde es aber nicht so dramatisch schlimm, weil ich fand die Lehrgänge eigentlich richtig gut und einfach gehalten. Und somit machen wir die einfach nochmal mit. Ja, Alternative wäre jetzt gewesen, natürlich im Sandbox-Modus vom Freiwilligen Feuerwehr-DLC zu spielen. Ich habe aber festgestellt, man hat da den Tactical View wieder. Man muss die Einsätze selber triggern. Somit, machen wir lieber wieder die Lehrgänge mit. Und haben dann Spaß am Freiwilligen Feuerwehr-DLC mal wieder, würde ich sagen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Ja, und wie gesagt, die Lehrgänge, die sind ja auch nicht so lang gewesen. Wenn so ein Lehrgang, glaube ich, 10 Minuten ging, war das schon echt lang. Wenn ich dran denke, werde ich auch Timestamps setzen, dass man die Einsätze, beziehungsweise die Lehrgänge einfach überspringen kann und dann direkt bei den Einsätzen landet. Ja, ich werde mir versuchen, das zu notieren. Und ich glaube, dann sollte das für niemanden ein Problem sein. Wie gesagt, mich persönlich ärgert es auch ein bisschen. Das ist halt immer so das Blöde, auch wenn du Spiele hast, die nur einen Spielstand haben und dir dann quasi so dermaßen das neue Spiel zum Anklicken ins Gesicht halten, dass du da einfach im Gedanken gerne mal draufklickst. Ja, ist natürlich immer schöner, wenn ein Spiel dir die Auswahl gibt, ein Spiel zu laden. Natürlich, dass man auf Fortsetzen klicken kann im Hauptmenü und die Möglichkeit hat, verschiedene Spiele zu laden oder Spielstände zu laden. Hat leider Notruf nicht. Ja, ich kenne auch einige andere Spiele, die das auch nicht anbieten. Da hast du auch immer nur quasi weiter oder neues Spiel. Aber gut, ist jetzt halt leider so. Und das ist mir gerade letztens erst im Berufsfeuerwehrmodus passiert. Wobei ich mir da auch nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich da auf neues Spiel geklickt habe. Aber es ist eigentlich außer halt, dass es ein Fehler ist, es ist eigentlich nicht anders möglich, außer dass ich auf neues Spiel geklickt habe, statt auf weiter. Das kann gerne mal passieren, weil ich hier, wenn ich Aufnahmen starten möchte, noch ein bisschen was nebenbei mache. Ja, und dann kann es passieren, dass du schon auch im Gedanken irgendwie im Let's Play drinne bist und dann klickst du da einfach das Falsche an und dann ist vorbei. Sollte nicht passieren, ist aber passiert wahrscheinlich und somit, ja. Müssen wir da einfach durch, genau. So, die Tür, ich bin mal so nett, glaube ich, mach die, wobei die Tür gehen automatisch zu anscheinend, weil ich kann die so nicht zumachen, egal, wir lassen die einfach offen, interessiert keinen und somit gehen wir jetzt einfach mal hoch zum Lehrgangsraum, der war, glaube ich, irgendwo oben links, genau, da steht auch schon jemand und wartet auf uns. Vielleicht können wir die Lehrgänge auch überspringen irgendwie, ich weiß es nicht. Hallo. Ah, hallo, schön, dass du hier bist. Mein Name ist Thorsten, ich bin Hauptbrandmeister und koordiniere hier die Ausbildung der Anfänger. Es freut mich sehr, dass du dich hier angemeldet hast. Fähige Leute können wir immer gebrauchen. Bevor du aber in einem Einsatz mit anpacken kannst, musst du erst einige Grundlagen lernen. Sollen wir direkt starten? Einen Lehrgang wiederholen. Was jetzt bei der 1 wieder steht, sehe ich nicht. Man hat das immer noch nicht angepasst auf meine Auflösung. Ich würde jetzt einfach mal auf die 2 klicken. Am Anfang. Es gibt noch keine Lehrgänge, die du wiederholen kannst. Schade, ich habe jetzt gehofft. Für dich tun? Ich habe jetzt gehofft, dass das vielleicht so ein Spielfehler ist, dass ich dann doch schon alle Lehrgänge habe, aber irgendwie anscheinend nicht. Nein, dann klicken wir natürlich die 1. Ausbildung steht an. Du kannst nun an einem weiteren Lehrgang teilnehmen. Doch nicht, nein. Wir machen Truppmann 1. Alles klar. Beginnen wir erstmal mit etwas Theorie. Ja, beginnen wir mit Theorie. Du hast deine erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung abgeschlossen und den Nachweis schon vorgelegt. Richtig? Gut, dann können wir direkt loslegen. In Deutschland gibt es verschiedene Arten von Feuerwehren. Angefangen bei der Berufsfeuerwehr, über Werksfeuerwehren, bis hin zu uns, den freiwilligen Feuerwehren. Was sie alle verbindet, ist der allgemeine Auftrag der Feuerwehren. Dieser besteht aus den 4 Teilen: das Löschen,
Schützen, retten und bergen. Als Feuerwehr ist es unser Ziel, Menschen und Tiere, aber auch Sachgegenstände aus Notlagen zu retten und vor Gefahren zu schützen. Neben der Brandbekämpfung als Kernaufgabe übernehmen wir dazu auch komplexe technische Aufgaben, wie das Bergen einer eingeklemmten Person nach einem Autounfall. Damit die Feuerwehren ihre Aufgaben auch effektiv erfüllen können, ist eine gute Ausbildung und das richtige Equipment nötig. Die nötigen Mittel hierzu werden von Gemeinden, Landkreisen und Bundesländern gestellt. Da wir gerade von den Einsatzmitteln sprechen, schlage ich vor, dass wir uns direkt mal anschauen, welche Geräte wir hier zur Verfügung haben. Geh nach unten in die Fahrzeughalle. Dort wartet Rainer auf dich, um dir unsere Einsatzfahrzeuge zu zeigen. Ja, da würde ich sagen, gehen wir auch direkt runter und schauen uns die ganzen Sachen mal unten an. Ich habe mir gerade schon mal nebenbei so ein bisschen ein Zettelchen vollgeschrieben, dass ich hier mir einfach nur noch die Zeit eintragen muss. Hallo, du bist der, zu dem ich glaube ich wollte. Ich soll dir heute unsere Fahrzeuge und einige Geräte zeigen, die wir am häufigsten bei Einsätzen verwenden. Unsere Fahrzeuge sind ja bestimmt schon aufgefallen. In Deutschland gibt es über 20 verschiedene Typen von Einsatzfahrzeugen, wobei jedes Einsatzfahrzeug individuell nach Anforderungen und der Örtlichkeit angepasst werden kann. Ja. Da haben wir zum einen unser HLF, hier rechts von mir. Die Abkürzung steht für Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug. Wobei mir persönlich HLF dann doch lieber ist. Erstmal ist für dich nur wichtig, dass dieses Fahrzeug viele Geräte zum Löschen, aber auch für die technische Hilfeleistung transportiert. Erzähl mir mehr. Da jede Feuerwache andere Örtlichkeiten und Herausforderungen hat, sind die meisten Feuerwehrfahrzeuge Spezialanfertigungen. Ein Fahrzeug wie dieses hier kostet schnell mehrere hunderttausend Euro. Das und die Größe sind auch der Grund, weshalb sie nur mit einem passenden Führerschein gefahren werden dürfen. Wenn du dich ranhältst und aktiv dabei bist, lässt dich der Ortsbrandmeister vielleicht den Maschinistenlehrgang mitmachen. Dann zeige ich dir, wie man dieses Fahrzeug fährt. Aber machen wir erstmal mit den Grundlagen weiter. Das hier ist unser TLF 3000. TLF steht für Tanklöschfahrzeug. Wie der Name schon verrät, beinhaltet dieses Fahrzeug einen großen eingebauten Tank. Die 3000 ist die Menge an Wasser in Litern, die das TLF mitführt. Ich komme schon. Hallo? Unser TLF kann für kleinere Einsätze eigenständig ausrücken und eingesetzt werden, dient aber bei großen Einsätzen vor allem zur Unterstützung des HLFs. Bevor wir die Fahrzeuge gleich auf den Hof fahren und uns anschauen, was alles genau drinsteckt, ziehen wir uns erstmal um. Komm mit zu unserem Umkleideraum. Ja, dann renn mal vor, ich renn dir nach. Da kommt schon jemand angerannt, der war schneller als wir. Jeder Feuerwehrmann erhält eine persönliche Schutzausrüstung, die eine der wichtigsten Aufgaben übernimmt. Den Schutz der Einsatzkraft vor Gefahren am Einsatzort. Die Grundausrüstung setzt sich aus einem Feuerwehrhelm, dem Feuerwehrschutzanzug, den Feuerwehrschutzhandschuhen und den Feuerwehrstiefeln zusammen. Das war schnell. Die Ausrüstung muss bestimmte Normen erfüllen. Unter anderem darf der Stoff nicht brennbar sein und muss einen Hitzeschutz gegen eine gewisse Temperatur über eine vorgegebene Zeit bieten. Nach jedem Einsatz muss dann diese Ausrüstung ordentlich gereinigt werden und sie ist stets in gepflegtem und einsatzbereitem Zustand zu halten. Rüste dich aus, dann treffen wir uns gleich auf dem Hof vor der Fahrzeughalle. Ich fahr schon mal das Auto raus. Alles klar, kriegen wir hin. Kann es genauso schnell wie du. Zack, fertig. Soll ich dir das Tor aufmachen oder ich lasse es lieber? Ich fusch da lieber nicht dazwischen. Da kann ich ja in der Zeit hier mich mal so hin sneaken und kann da so ein paar Fotos machen von den Fahrzeugen. Besonders von dem Fahrzeug. Das Fahrzeug hat man ja in den ganz normalen Modus hier später auch nicht so häufig im Einsatz. Leider. Es ist so schön. So ein cooles Fahrzeug, aber irgendwie keine Verwendung für so wirklich. So, erzähl mir mehr. Nicht wegrennen, mehr erzählen. Ja, weiter geht's. Das sieht doch super aus. Dann schauen wir uns jetzt mal das HLF im Detail an.
Ich bin hier. Neben allerlei technischen Geräten, die du später noch kennenlernen wirst, finden wir auf dem HLF alles, was man zur Brandbekämpfung braucht. Bis hin zum Herzstück dieses Fahrzeugs, der Löschwasserpumpe. Die meisten Brände werden mit Wasser gelöscht. Um dieses einfach und effektiv einsetzen zu können, haben wir hier verschiedenste Armaturen zur Wasserentnahme, Wasserförderung und Wasserabgabe. Lass uns direkt mal eine Löschwasserversorgung aufbauen, bevor dir noch langweilig wird. Wir gehen gemeinsam die einzelnen Schritte durch. Starten wir mit der Wasserentnahme. Hier in Mülheim und in allen deutschen Städten bekommen wir unser Löschwasser hauptsächlich durch Unterflurhydranten. Ja, darf ich loslegen? Okay. Ist da schon was geöffnet? Wahrscheinlich nicht. Nein, müssen wir eigentlich erstmal aufmachen. Da ist aber, wenn ich jetzt das hier nehme, eigentlich das Falsche, oder? Da fehlt doch erstmal... Na gut, ich nehme es halt einfach mal. Das Spiel sagt mir, ich soll das machen. Jetzt wird ein Standrohr angeschlossen, um das Wasser aus dem Hydranten zu fördern. Ich habe das Standrohr auf den geschlossenen Hydranten draufgestellt. Ist das normal? Egal. Dann nehmen wir gerade einfach hier mal den Unterflurhydrantenschlüssel. Und stecken den auch auf den geschlossenen Hydranten drauf. Findest du das gut? Anscheinend mache ich alles korrekt. Na dann. Sammelstück anschließen, kriegen wir hin. Machen wir hier einmal zack. Zack, verbunden. Dann brauchen wir natürlich noch einen Schlauch. Müssen wir hier gerade mal das eine Fach noch öffnen. Welcher Schlauch soll es denn werden? Nehmen wir einfach mal den. Soll ich den irgendwo hinlegen, bestimmtes? Hier, alles klar. Packen wir da rein. Abrollen. Und stellen erstmal eine Verbindung jetzt zu dem Standrohr hin. Und... dann übertragen wir das WLAN-Wasser, weil es ja hier nur draufgestellt wurde jetzt quasi auf den geschlossenen Hydranten. Das neue WLAN-Wasser. Nee, keine Ahnung. ist mir damals nicht aufgefallen, dass da so ein Fehler drin ist. Vielleicht ist der auch neu drin, keine Ahnung. Naja, was soll's. Ich hoffe, du bist zufrieden. Hab ich gut gemacht? Red mit mir. Ah, jetzt komm, sag nicht, dass das irgendwie jetzt nicht funktioniert. Ach komm, das kann doch nicht sein. Das könnt ihr mir jetzt nicht erzählen. Komm, das hat doch damals funktioniert. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Ich bin der Meinung, das funktioniert jetzt nicht, weil der Hydrant ja eigentlich geschlossen ist. Ich habe die Dinger auf einen geschlossenen Hydranten draufgestellt. Merkst du selber, wa? Ja gut, was soll ich jetzt machen? Mir sagt das Spiel nichts mehr. Er möchte nicht mit mir reden. Der andere möchte nicht mit mir reden. Ich gebe mir ja echt Mühe, das Spiel so gut wie möglich irgendwie immer zu zeigen. Aber... so wird das nichts mit uns zwei, Kollege. So kommen wir nicht weiter. Soll ich die Pumpe mal aktivieren? Ich weiß nicht, hat er was gesagt vom Pumpe aktivieren? Ich glaube ja eigentlich nicht, oder? Das magst du nicht, wa? Okay. Gut, dann, ich würde das hier jetzt einfach nochmal abbauen. Und dann würde ich mal versuchen, den Hydranten zu öffnen. Sehr schön. Danach was? Geht es am Fahrzeug weiter. Sehr schön. Ich habe gerade die komplette Kacke hier abgebaut. Während die Pumpe läuft. Weil der Schritt hat gefehlt. Der wurde mir nicht angezeigt. Eigentlich Hydrant öffnen. So, jetzt ist er offen. Jetzt könnte man theoretisch den Schlüssel da reinstecken. Sagt mir meine Notruferfahrung. Dann könnte man das Standrohr nehmen. Könnte das hier draufstecken. Dann könnte man den Schlauch anschließen. So wäre der normale Ablauf. Wie es auch funktionieren würde, sehr wahrscheinlich. Und jetzt haben wir das alles korrekt angeschlossen. Jetzt ist okay. Warum mir das Spiel eben gerade falsch angezeigt hat, keine Ahnung, das war damals nicht so. Ein sogenanntes Sammelstück mit der Pumpe. Dies ermöglicht die Wassereinspeisung durch einen Hydranten.
Jetzt wollte ich gerade die Pumpe nochmal ausmachen. Und als letzten Schritt verbindest du das Standrohr mit dem Sammelstück durch einen B-Schlauch. Ja, also er ist komplett lost. Er hat den Faden verloren, als ich das Ding hier auf den geschlossenen Hydranten draufgestellt habe. Jetzt soll ich nochmal einen Schlauch anschließen an dem Sammelstück. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also er möchte jetzt, dass ich merkwürdige Dinge mache. Ja gut. Von mir aus machen wir das. Das war damals doch nicht so buggy. Das war doch damals nicht so fehlerhaft, als wir das erste Mal gespielt haben, oder? Da hat es doch alles funktioniert. Jetzt auf einmal hast du schon beim allerersten Lehrgang, bei der allerersten Aufgabe, die du im Spiel machen sollst, ist ein Fehler drin. In der Reihenfolge. Kann man sich nicht ausdenken, muss man erleben. Richtig fit in dem Thema. Gute Arbeit. Das B steht übrigens für den Durchmesser des Schlauchs. Die Größen sind nach Alphabet sortiert. Wobei A der Schlauch mit dem weitesten Durchmesser ist. Verbunden werden Schläuche mit Kupplung, die es ebenfalls in diversen Größen gibt. Die Kupplungen verbinden auch die Schläuche mit den wasserfördernden Armaturen. Ja, okay. So weit, so gut. Sind wir jetzt fertig? Nehmen wir als Beispiel das Sammelstück. Es verfügt über eine A-Kupplung auf der einen und zwei B-Kupplungen auf der anderen Seite. Damit konntest du den B-Schlauch vom Hydranten mit der A-Kupplung der Pumpe verbinden. Jetzt kennst du schon mal eine Möglichkeit, an Löschwasser zu kommen und dieses zum Fahrzeug zu führen. Fehlt noch die Löschwasserabgabe. Um nun eine Armatur zur Wasserabgabe anzuschließen, verwenden wir einen Verteiler. Hol einen und verbinde ihn mit einem weiteren B-Schlauch mit der Pumpe. Aye, aye, Captain! Ja, wo hab ich... da. Wusste ich's doch. Ja, ich weiß komplett auswendig, wo die ganzen Sachen im Fahrzeug liegen. Überhaupt nicht, ehrlich gesagt. So. Verteiler, wo willst du denn hinhaben? Da. Kriegen wir hin. So, zufrieden? Dann, jetzt gehen wir bald die Schläuche aus, weil ich hier so viele da angeschlossen hab. Gut, genau, den legen wir dann auch gerade mal hier hin. Und rollen den ab. Neben direkt mal hier. Da ist ein Verbindnis erstmal mit dem Fahrzeug. Ja, ich frage mich nur gerade, wenn du halt wirklich das Spiel dir neu geholt hast und spielst zuallererst dieses Freiwillige Feuerwehr-DLC. Was soll denn das jetzt? Warum habe ich jetzt schon wieder das Teil hier vom Fahrzeug in der Hand? Ah, Gott. Ab diesem Punkt können bis zu 3 Armaturen zur Brandbekämpfung durch Buggy ohne Ende angeschlossen werden. Das sind dann meistens Stahlrohre, die es in verschiedenen Arten und Größen gibt. Diesen Schritt lernst du im Detail im nächsten Lehrgang. Bis dahin ist deine Hauptaufgabe bei Einsätzen der Aufbau der Wasserversorgung, wie du es heute gelernt hast. Das nee, also... Heinz wird sich nun mit dir das TLF und die technische Hilfeleistung anschauen. Jo, viel Spaß dabei. Alles klar, danke. Uns. Ja, ist gut jetzt. Ja, wenn man sich halt wirklich vorstellt, dass es vielleicht... Jemand kauft sich das Spiel, startet zuerst das Freiwillige Feuerwehr-DLC, ist total gehypt hier und scheitert dann schon bei der allerersten Aufgabe, weil das Spiel einen sagt, man soll das Standrohr auf einen geschlossenen Hydranten draufstellen. Wenn du das noch nicht anders kennst in dem Spiel, dann glaubst du das wirklich und dann machst du hier schon den ersten Rage-Quit und tust wahrscheinlich das Spiel zurückgeben. Weil es dann dein erstes Erlebnis ist. Oder auch wenn du schon das Berufsfeuerwehrspiel hattest, holst du dieses kostenlose DLC dazu, willst du spielen, scheiterst direkt bei der ersten Sache, Rage Quit, zack, nächste schlechte Bewertung, weil die erste Aufgabe direkt schon gefailt ist. Ich frage mich nur gerade, habe ich wirklich, ich weiß es ja nicht genau, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals hier auf neues Spiel geklickt hatte bei der Freiwilligen Feuerwehr, weil ich da immer eigentlich drauf geachtet hatte, weil ich Angst hatte, dass mein Spielstand dann weg ist und ich nochmal von vorne beginnen muss. Immer drauf geachtet. Ich frage mich gerade, ob es auch irgendwie ein Bug ist, dass mein Spielstand nicht mehr erkannt wurde oder erkannt wird, keine Ahnung. Dadurch, dass ich jetzt schon wieder hier 2 Bugs erlebt habe, mit dem einen Schlauch hier, der plötzlich hier nicht mehr verbunden war und im Boden verschwunden und direkt die erste Aufgabe so geendet ist, schließe ich das nicht mehr aus. Aber egal. So, moin. Hallo, kann moin. Es direkt weitergehen? Ja, bitte. Gut, wenn es nicht brennt, lautet die Einsatzart häufig technische Hilfeleistung. Diese Einsätze können sich sehr voneinander unterscheiden und erfordern dementsprechend auch sehr unterschiedliche Geräte. So wird für umgestürzte Bäume eine Kettensäge benötigt, natürlich mit der dazugehörigen Schnittschutzausrüstung, während für eine Türöffnung auch eine einfache Bohrmaschine oder ein Stemmeisen ausreicht. Da dir noch der entsprechende Lehrgang zum sicheren Umgang mit diesen Geräten fehlt, ist deine Hauptaufgabe bei solchen Einsätzen, diese Geräte zu holen und bereitzulegen, falls sie benötigt werden.
Damit du weißt, wo sich diese Geräte auf dem TLF befinden, solltest du dich mit dem Fahrzeug vertraut machen. Zur Übung bringst du mir bitte mal die Kiste mit dem Akkubohrer. Und danach suchst du bitte das Helligan-Tool. Ja, okay, kriegen wir hin. Ich hab so mentale Fähigkeiten. Ich spüre genau, wo dieses Gerät ist. Und zwar genau hier. Okay, ablegen. Ich leg's einfach gerade mal vor deine Füße, okay? Vor die Füße legen ist nicht okay. Ausrüstung anlegen. Wie jetzt wurde es akzeptiert. Alles klar. So, da haben wir doch das gute Stück. Ja, bitte. Sehr schön. Schweres Gerät wie eine Kettensäge darfst du im Einsatz erst nach einem weiteren Lehrgang benutzen. Natürlich gibt es auch Geräte, die du ohne extra Lehrgang benutzen darfst. Zum Beispiel befinden sich im Dachkasten vom HLF ein Besen und ein Kehrblech, die zum Auffegen von Bindemitteln nach dem Binden von Betriebsstoffen wie Benzin und Öl benutzt werden. Ein anderes Beispiel hältst du gerade in deinen Händen, das Helligan-Tool. Es wird in vielen Einsätzen benötigt. Es handelt sich dabei um eine spezielle Bauform einer Brechstange, welche einen Dorn, eine Klinge und einen Blechschneider besitzt. Es zeichnet sich durch seine vielen Einsatzmöglichkeiten aus, die meist dem Zweck dienen, sich ohne große, aufwendige Geräte schnell Zugang zu verschaffen. Probiere es doch mal direkt an unserer Übungstür hier aus. Ich hab gehofft, ich kann es am Fahrzeug ausprobieren. Aber gut, gehen wir halt einfach mal zur Übungstür. Gibt weniger Schaden. Putz! Zack, offen. Wie du sehen konntest, ist es eine Leichtigkeit, mit dem Helligan-Tool eine Tür zu öffnen. Die Zeit, die wir damit sparen, rettet wortwörtlich Leben. Die letzte Gerätegruppe, mit der wir uns heute befassen werden, dient dem Schutz am Einsatzort. Darf ich das weglegen? Damit Einsatzkräfte sicher und schnell arbeiten können, muss der Schutz am Einsatzort entsprechend gegeben sein. An Straßen ist eine der größten Gefahren der Verkehr. Um sich gegen diesen abzusichern, setzen wir hauptsächlich Verkehrsleitkegel, Warnlampen und Warndreiecke ein. Diese werden nach verschiedenen, in der Dienstvorschrift bestimmten Regeln auf die Straße gestellt, wobei sich diese Regeln je nach Straßenart ändern. Dies gehört von Anfang an zu deinem Verantwortungsbereich. Du solltest also wissen, wo diese Dinge auf dem Fahrzeug sind. Zur Übung holst du bitte mal die Verkehrsleitkegel und die Warnblitzleuchten und stellst sie auf. Ja, dann lege ich das aber einfach mal auf den Boden. Darfst du dann wegräumen. Genau, was wollte er jetzt haben? Er wollte die Verkehrsleitkegel haben, die sind da drüben. Nehmen wir gerade einfach mal. Wo willst du sie hin haben? Hier? Habe ich gut gemacht? Habe ich gut gemacht, oder? Okay, dann nehmen wir gerade mal hier die Warnblitzleuchten. Und dann decke ich hier mal, beziehungsweise sichere ich mal die andere Seite von dir. Als letzten Punkt heute sprechen wir noch den Gefahrenbereich an. Dies ist der Bereich, in dem Gefahr für Menschen, Tiere und auch Schäden an der Umwelt oder Sachgegenständen droht. Im Gefahrenbereich gilt es immer, sich besonders umsichtig und vorsichtig zu bewegen. Zudem versuchen wir uns immer nur so kurz wie nötig im direkten Gefahrenbereich aufzuhalten. Denk immer daran. Dein eigener Schutz und der deiner Kameraden hat höchste Priorität. So, danke. Er hat sich wenigstens mal kurz hingestellt, um ein Foto zu machen, ohne zu reden. So. Und jetzt? So, da hier keine Gefahr mehr besteht, räumen wir jetzt alles wieder ein. Na los, pack mit an. Wegen ihm soll ich alles ausräumen, aber jetzt darf ich wieder wegräumen. Naja, egal. Nein, natürlich macht man das. Wenn man was ausräumt, räumt man es auch wieder weg. Aber hätte auch gleich sagen können, hätte ich die Sachen gleich weggeräumt wieder. Dann hätte sie nicht auf den Boden gelegt. So, okay. Dann nehmen wir die ganzen Sicherungsmaßnahmen auch wieder auf. Er wartet hier und dann zack, auch weg. Muss ich zumachen? Okay, ich muss auch zumachen. Alles klar. So, und jetzt? Und jetzt? Das war's auch schon mit den Grundlagen. Juhu. Melde dich noch beim Schulungsleiter und sag ihm, dass wir fertig Tschüss. Sind. Wir sehen uns beim nächsten Einsatz. Ach, und vergiss nicht, dich vorher wieder umzuziehen. Na dann. Gut, dann würde ich jetzt gleich mir die Zeit aufschreiben.
Dann kann jeder das überspringen, der das überspringen wollte. Sieht genau, wo es dann quasi mit den ersten Einsätzen losgeht. Die machen gerade synchrones Einparking, so wie das piepst. Ah, da bist du wieder. Ich habe zwischendurch mal rausgeguckt. Rainer und Heinz haben dir eine ganze Menge erzählt. Ja, die haben viel geplubbert. In die Alarmierungskette aufgenommen. Das bedeutet, du wirst ab jetzt zu Einsätzen mit alarmiert. Denk dran, im Einsatzfall vorsichtig zu fahren. Schließlich kannst du nur helfen, wenn du gesund und unversehrt hier ankommst. Bis zum nächsten Lehrgang und Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. Gut heil! So, ich notiere mir jetzt einfach mal die Uhrzeit, beziehungsweise die Uhrzeit. Die Uhrzeit notieren bringt mir nichts. Aber die Aufnahmezeit, da sind wir hier bei 25:45 so ungefähr. Und ab da beginnen wir quasi mit dem normalen freiwilligen Feuerwehrmodus. Ja, wir fahren jetzt nach Hause und dann kommt früher oder später der erste Einsatz aufs Handy rein und dann können wir wieder hierher zurückfahren. Und ja, dann sind wir glücklich, da haben wir den ersten Einsatz und sind mitten im Geschäft. Das ist doch schon mal schön. Genau, ja, beziehungsweise, ja, endlich in der Feuerwehr Mitglied. Ja, ich mache das total gerne, dass ich immer allen aussteige bei Fahrzeugen. Das mache ich auch in der Realität immer übrigens. Nein, natürlich nicht, aber wenn man sich hier einmal... Jetzt, lass mich einsteigen. Alter, da kriegst du doch, da kriegst du echt einen Herzkasper. So, okay, wir sitzen schon mal drinnen. Tür schließen. Motor bitte an. Motor bitte an. Ja, fahr mal nach Hause. Das Lustige ist nur, es wird eine Strecke angezeigt, die nach Hause führt. Ja, beziehungsweise jetzt wird es noch angezeigt, weil es ja jetzt noch zur Aufgabe gehört. Ansonsten, wenn man halt im freiwilligen Feuerwehrmodus spielt, da ist es normalerweise so, also so war es früher, ich weiß nicht, ob da mittlerweile was gepatcht wurde. Die Spiegel anscheinend nicht, wenn die so flackern. Ja, bist du dann nach dem ersten Einsatz halt auf der Wache geblieben. Sobald das Spiel halt neu gestartet hattest, bist du halt dann wieder hier zu Hause gestartet. Das heißt, du hattest immer nur nach einem Spiel Neustart, beziehungsweise nach dem Spiel Neuladen, die Situation, dass du halt gerade zu Hause warst. So, meiner Meinung nach stehen wir voll im Bereich drin. Das Spiel sagt aber noch nö. Also fahren wir nochmal zurück und nochmal vor. Jetzt passt. Motor aus, Tür auf. Und dann, ja, sind wir zu Hause. Können irgendwie die Zeit verplempern. So ist es halt. Freiwillige Feuerwehr, weißt du halt nie, wann der Einsatz reinkommt. Das hat man hier halt auch recht gut beziehungsweise recht gut gestaltet eigentlich so an sich. Ich glaube, ich notiere mir aber gleich nochmal eine neue Uhrzeit. Das Heimfahren braucht man, glaube ich, auch nicht. Beziehungsweise nochmal eine neue Aufnahmezeit. Genau, dann legen wir uns jetzt ins Bett. Ich notiere mir nochmal eine Zeit. Sagen wir 28.07. Machen wir 07 draus. 28.07. Haben wir den 10.01.2024 um 10.02 Uhr. Ja, ja. Es wäre schön, wenn man hier halt irgendwie so eine Beschäftigungsmöglichkeit hätte. Keine Ahnung, wenn es nur irgendwie Sachen durch die Wohnung schmeißen wäre oder so. Dann mal handeln. Aber man kann halt hier in der Wohnung, wisst ihr alle noch, kann man halt nichts machen. Außer sich die Wohnung angucken. Aber man muss ja nicht zu Hause bleiben. Man kann ja auch rausgehen und kann hier irgendwo, keine Ahnung, kannst irgendwo durch die Gegend laufen, mit dem Auto durch die Gegend fahren. Kannst zwar da auch nichts machen, aber Hauptsache du kommst ein bisschen raus, kannst ein bisschen was machen. Beziehungsweise siehst mal ein bisschen was anderes. Und eigentlich muss man ja wirklich sagen, die Map ist ja schon irgendwie sehenswert. Ich finde die richtig schön gestaltet, das habe ich ja schon öfters mal erzählt. Ich finde die eigentlich recht real gestaltet, ich finde die auch schön gestaltet. Also da hat man sich wirklich eigentlich Mühe gegeben. Also derjenige, der die Map gebaut hat, hat einen guten Job gemacht. Außer hier bei den Bäumen, die sind ein bisschen vom Kurs abgekommen, sehe ich gerade. Nee, aber ich mag diese Gestaltung halt. Auch, dass man hier diese Kleidercontainer so stehen hat. Dass man, ja, hier, keine Ahnung, hier geht eine Treppe runter. Da hast du hier zum Festhalten was. Du hast so eine Bank, Mülleimer, Lampen. Es sieht halt alles so echt aus. Halt einfach nur so zu sauber. Ja, hier haben wir Blumenbeete am Rand. Hier haben wir einen kleinen Markt aufgebaut. Den haben wir auch noch nie gesehen. Und ich frage mich gerade, ob ein Einsatz reinkommt oder ob wir den nächsten Bug irgendwie haben. Ja, haben wir so einen kleinen Gemüsemarkt, da haben wir einen Biergarten.
Ich finde das einfach schön gestaltet. Man könnte hier so viel draus machen aus dieser Map, weil die einfach so gut eigentlich ist. Man bräuchte halt so einen anderen Modus drin, dass halt zum Beispiel alle Objekte also brennbar wären. Ja, und das Spiel dann halt per Zufallsgenerator irgendein brennbares Objekt entzündet und man dann halt dahin fährt. Es muss ja nichts Großes sein. Einfach so eine Bank, die brennt oder Mülleimer oder das, das, das. Das kann ich mir auch nicht so schwer für die KI dann vorstellen, wenn es nur so kleine Sachen sind. Ja, aber gut. Oder hier so Blümchen, alles als brennbare Objekte gemacht, wie in Emergency quasi und dann per Zufallsgenerator einfach irgendeiner von den Objekten oder irgendeins von den Objekten fängt zu brennen an und dann müsste man hinrennen. Hier haben wir auch die Sonnenschirme, sieht richtig schön gestaltet aus. So eine richtig schöne, ja, Altstadt, würde ich fast sagen. Ja, und das sieht man alles von der Straße gar nicht, wenn man hier durch die Gegend fährt. Aber das ist eigentlich alles Ansgars Pizza. Der YouTuber Endplay. Kannis Hundesalon. Okay. Gibt's hier auch eine Tommy-Bude? Oh. Ja, aber bin ich jetzt schneller, wenn ich zur Wache laufe, oder bin ich schneller, wenn ich das Auto hole? Ach komm, wir holen das Auto. Das sind halt alles so schöne Details. Da vorne ist Crenetic, Entwicklerlogo und so weiter. Die fallen einem gar nicht auf, wenn man hier nur durch die Gegend fährt. Das heißt, man müsste hier wirklich ja, öfters mal durch die Gegend laufen. Man müsste sich umgucken, weil es halt wirklich so viel eigentlich zu sehen gibt. Und die Map halt eigentlich so schön gestaltet ist. Und es ist viel zu schade, dass diese Map nicht richtig genutzt wird, sagen wir es mal so. Weil die könnte so viel. Die könnte einfach so unglaublich viel. Die würde so viele Möglichkeiten bieten, den Spieler zu beschäftigen, ohne dass es langweilig wird. Man sieht es ja in dem System Emergency. System Emergency ist ja, du hast einfach ganz, ganz viele brennbare Objekte zum Beispiel auf der Map platziert und per Zufallsgenerator fängt halt irgendwas das Brennen an. Da hast du entweder einen großen Einsatz oder einen kleinen. Ja. Und diese brennbaren Objekte können sich auch gegenseitig anzünden. Und so ein System wäre hier in dem Spiel so mega gut. Ich muss dann später mal gucken, was da noch alles so für Namen stehen, ob man noch irgendein Easter Egg erkennt, beziehungsweise noch irgendwelche YouTuber oder so. Muss ich mir mal genau anschauen, diese Gegend. Aber ich glaube, das wäre dann auch so ein System, was sich die meisten Notrufspieler wünschen würden. Weil dann brauchst du auch als Entwickler nicht so viele Einsätze einzuprogrammieren, sondern du hast einfach so einen Zufallsgenerator. Dann, ich meine, die großen Einsätze, die kannst du, klar, die sind auch bei Emergency einprogrammiert, die sind auch nicht zufallsgeneriert für große Verkehrsunfälle oder so. Aber ja, so kleinere Sachen sind halt immer Zufall. Das sind einfach brennbare Objekte, die werden dann vom Spiel halt irgendwann entzündet, dann brennen die. Naja, vielleicht im nächsten Teil von Notruf, falls da noch einer kommt, man weiß es ja nicht so genau. Es wurden ja schon mal so Ideen gesammelt oder Wünsche von der Community, was man sich für einen dritten Teil wünschen würde. Da ist, soweit ich weiß, noch nichts in Planung, aber man kann ja trotzdem schon mal Ideen sammeln. So, steigen wir doch gerade mal ein. Also ich wäre Startklar und ihr so? Fehlt hier noch jemand? Ah, ja, da ist noch ein Sitz frei. Hallo, hier fehlt jemand. Ah, da ist er doch. Ja, dann, los geht's. Leider darf ich nicht fahren. Aber na gut. Leitstelle Mülheim von HLF1. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen. Anrufer bestätigt Rauchsäule. Sie werden vor Ort eingewiesen. Kommen. Verstanden. Ende. Ich kriege immer so ein bisschen Panik, wenn hier der Kollege da so schnell durch die Gegend rast. Da kriege ich immer so ein bisschen das Zucken. Da möchte ich meinen Fuß nach vorne auf die Bremse strecken. Ich traue der KI einfach überhaupt nicht über den Weg. Das ist nicht sehr schön. Ja, ich glaube, da musst du auch in der Realität, wenn du in der Feuerwehr bist, ich glaube, du musst dem Maschinisten, der fährt, glaube ich, dem musst du vertrauen können. Wenn du weißt, der fährt über Rot und so weiter, ja, was er ja natürlich muss und darf, aber du musst halt vertrauen, dass er wirklich sicher und vorsichtig drüber fährt. Hier Leitstelle Mülheim, kommen.
Oder auch Überholmanöver sicher angesetzt werden und so weiter und so fort. Oder halt so sicher wie möglich. Rauchentwicklung. Kommen. Ende. Ah, ja. Ich würde sagen, da brennt's drinne, wa? Da ist ein bisschen heiß drinne. Knistert ein bisschen, raucht ein bisschen. Ich soll aber gerade nichts machen. Ich habe keinen Auftrag. Also ich bin auftragslos. Ach, jetzt. Leitstelle Mülheim von HLF 1. Kommen. Ich würde ja gerne. Ich darf nur den gerade nicht rausnehmen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Das gibt's doch nicht. Was ist denn heute los? Unter PA in den Innenangriff. Löschangriff wird eingeleitet. Kommen. Erst fehlt mein Spielstand und jetzt darf ich hier nichts rausnehmen. Ende. Ich wechsle mal die Sicht. Ich durfte keinen Schlauch rausnehmen. Jetzt übernimmt das irgendein Kollege, glaube ich. Ich soll jetzt hier das Standrohr nehmen. Ist heute wieder so ein Tag, wo irgendwie in Spielen alles schief läuft. Oder die haben das Spiel einfach schlechter geupdatet, beziehungsweise das DLC. Jetzt soll ich den B-Schlauch rausnehmen, der funktioniert wenigstens, alles klar. Gut, da habe ich da kein Problem mit. Verwende B-Schlauch mit Pumpe. Gut, dann schließen wir das halt gerade einfach mal da an. Jetzt nehmen wir die andere Seite, wahrscheinlich... Jetzt hat es da wieder den Schlauch weggebackt. Also man sieht noch, der Anschluss ist noch dran, aber der Rest fehlt. Ich glaube, ich sollte... Jetzt hat er angefangen zu löschen, ich habe den Schlauch wieder entfernt. Jetzt fehlt's da, also ist egal, welche Seite ich nehme, es fehlt immer auf irgendeiner Seite. Oh Gott. Jetzt fehlt's wieder da. Egal, er löscht jetzt immer die WLAN-Leitung, ist mir komplett wurscht. Also ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich weiß nur, dass das mal problemlos funktioniert hatte. Wir hatten damals, als wir das durchgespielt haben, hat es wirklich super funktioniert. Also da war kein Problem, was das betrifft. Ich weiß, man hat am Schlauchsystem was bearbeitet. Das weiß ich. Aber entweder hat man es im Freiwilligen Feuerwehr-DLC nicht probiert, ob es funktioniert richtig. Ja, dass man das einfach komplett verdrängt oder vergessen hat oder einfach nicht beachtet hat. Oder es ist irgendein anderer Fehler, der jetzt hier auftritt. Aber Es ist natürlich super. Ich starte hier immer motiviert rein in das Spiel, möchte ein bisschen Notruf zocken, will Spaß haben. Und dann konntest du das vor einem Jahr noch problemlos spielen und jetzt auf einmal geht's nicht mehr. Ja, nur mit lauter Fehlern. Nichts funktioniert, Spielstände weg. Wobei, Spielstände weg, gehe ich mal davon aus, dass ich wirklich im Gedanken das Falsche angeklickt habe. Was aber halt blöd ist, dass es so schnell passieren kann, dass man den anderen Spielstand nicht auswählen kann. Und jetzt haben wir direkt in der ersten Aufgabe den Bug drin, dass das Standrohr auf den geschlossenen Hydranten draufgestellt wird. Hier haben wir das Problem, dass der Schlauch immer nur auf einer Seite angeschlossen werden kann, die andere Seite funktioniert nicht. Kommen. Oh Gott. Weitere Lagemeldung. Feuer ist gelöscht. Raum wird gelüftet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Oh, hier ist es noch zu heiß. Das heißt, wir haben da noch eine Stelle, die ein bisschen nachglüht. Ja, da ist halt dann die Frage, ob wir in der nächsten Folge wieder zur Berufsfeuerwehr gehen, wo das funktioniert, oder ob wir hier nochmal Spielneustart machen in der nächsten Folge und hoffen, dass es dann funktioniert, dass es jetzt nur gerade so ein vorübergehender Fehler ist. Aber gut. Ja, der Kollege ist jetzt auch überfordert. Jetzt wollte nämlich der Kollege das übernehmen mit dem Schlauch. Und jetzt merkt er, huch! Da ist ja schon der Anschluss drauf von dem Schlauch. Ich kann ja gar nicht anschließen. Das ist ja eine dumme Sache. Das heißt, wenn ich das jetzt entferne, schließt er da an, da ist aber keine Verbindung mehr zum Verteiler hergestellt. Und somit kann er nicht löschen. Das ist so geil. Das ist so geil. Und weil der Kollege das jetzt übernommen hatte, kann ich einem Verteiler keinen Schlauch mehr anschließen. Und das Spiel möchte jetzt, dass ich den B-Schlauch hier mit dem C-Schlauchanschluss verbinde.
Und den kann ich nicht mehr entfernen, oder wie? Doch, nehme ich gerade mal ab. Dann kann ich den nämlich wieder da anschließen. Jetzt nehme ich das andere Ende, schließe es wieder da an und gehe wieder... Ich kann es da nicht mehr anschließen. Dann gehen wir mal gerade da dran. Ich hoffe, das funktioniert. Jetzt sieht es einigermaßen korrekt aus, aber jetzt habe ich die KI-Kollegen so dermaßen verwirrt durch meinen Schlauch im Gestöpsel, dass das nicht mehr funktioniert. Super. Habe ich eine Möglichkeit, denen gerade mal zu helfen? Also es war ein kompletter Reinfall, das Freiwillige Feuerwehr-DLC nochmal zu starten, nochmal zu spielen. Also ich, wie gesagt, werde trotzdem so Folgen, auch wenn sie richtig katastrophal funktionieren, hochladen. Weil ich immer wieder gefragt werde, kannst du das Spiel mittlerweile empfehlen, läuft es und so weiter und so fort. Ihr seht es ja selber, es hatte mal funktioniert, das Freiwillige Feuerwehr-DLC hat man kaputt gepatcht, anscheinend, ich weiß es nicht. Also, ihr seht es ja selber. Ich glaube, ich werde deswegen in der nächsten Folge, ich wollte den Notruf-Mittwoch einführen, ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder Berufsfeuerwehr spielen, weil das hier hat überhaupt keinen Sinn, wenn es so läuft aktuell. So, die sind jetzt rausgegangen aus der Halle, deswegen gehe ich mal davon aus, das Feuer ist aus. Auch wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Ich habe jetzt was übernommen, was man nicht übernehmen sollte oder was ich nicht übernehmen sollte. Es dampft doch noch viel zu arg, oder? Dafür, dass das aus sein soll. Naja, gut. Was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Ja, normalerweise ist das im Freiwilligen Feuerwehr-DLC nicht so gewesen. Ihr könnt ja gerne nochmal die allererste Folge vom Freiwilligen Feuerwehr-DLC anschauen. Da hat es alles funktioniert, meiner Meinung nach. Jetzt nicht mehr. Was soll ich da rausnehmen? Was blinkt da immer so auf? Ah, Belüftungsgerät. Keine Ahnung. Ich habe das Spiel komplett zerschossen jetzt. Beziehungsweise das Spiel ist jetzt komplett zerschossen. Ha, nice. Echt nice. So, pust mal ein bisschen Luft dahin. Übrigens, Belüftungsgerät hat keinen Sound. Ja, ich starte immer top motiviert in das Spiel eigentlich rein, hab voll Bock drauf und weil ich immer die Hoffnung habe, dass es nach einem Update irgendwie besser läuft. Dann hast du Problem über Problem über Problem über Problem über Problem. Und dann bist du schlecht gelaunt und dann bist du nur am Rummeckern. Und dann heißt es in den Kommentaren, ja, du bist ja beim Let's Play nur am Rummeckern. Ach nee, es ist egal. Ja, ich stelle jetzt die Verbindung zwischen B- und C-Schlauch hierher einfach hier. Ach komm, leck mich doch. Übernehm du, Kollege, mach du das. Ich kann das nicht, bin zu blöd für. Ich will jetzt gerade gucken, ob ich wegräumen kann, ob ich das funktioniert. Ich übergehe gerade einfach vollkommen den Gruppenführer. Weil ich den Schlauch so nicht zusammenpacken kann. Doch, da geht's. Aufheben. Der war dort drinne, glaube ich. Ja, ich glaube, ich werde den allerersten Einsatz nicht abschließen können, habe ich fast die Befürchtung. Auch wenn man hier wieder diese Gärten ansieht, um mal wieder was Positives zu sagen. So eine Wäschespinne, da haben wir einen Pool, ein paar Eimer. Oh, wahrscheinlich können wir das doch abschließen. Eine Schaukel, unterschiedliche Zäune, ist ja auch mal so eine Sache in der Realität. Oft vorhanden. Ja, hier haben wir liegen. Also das finde ich... Das finde ich jedes Mal aufs Neue schön, diese Bebauung der Map zu sehen. Allein wie viele verschiedene Zaunarten hier verbaut sind und so weiter, das ist schon echt Wahnsinn. Das ist schon sehr viel mit Liebe zum Detail hier zusammengebaut. Also die Map ist 1A. Das ist was ich immer in Notruf Teil 2 loben werde, weil die finde ich super. Nehme ich nicht auf, räume ich nicht weg, habe ich nicht den Befehl zu. So. Ja, jetzt hat also der hier die Wasserversorgung aufbauen sollte, am wenigsten mit der Wasserversorgung gemacht, hat aber mit dem Feuerlöscher den kleinen Brand ausgemacht. Und da ich das Gefühl habe, dass das keiner wegräumen soll hier, das Verteilerchen. Ja, Gruppenführer ist komplett grundauf verwirrt. Ich darf den aber auch nicht aufnehmen.
Tief durchatmen, Tommy, tief durchatmen. Was mache ich jetzt? Ich kann die Rolle nicht wechseln. Ich kann die Klappen hier zumachen. Vielleicht rüttelt das ja den einen oder anderen Kollegen wach. Ich wollte eigentlich 2-3 Einsätze in der Folge machen plus Lehrgang, also dass die Folge eine Stunde lang geht, dafür, dass wir die Lehrgänge nochmal machen müssen. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich kann den Verteiler nicht aufnehmen, ich kann nichts machen, ich kann nicht wegräumen, das heißt, wir können nicht zur Wache zurückfahren, das heißt, der Einsatz wird nicht abgeschlossen. Ich muss wahrscheinlich, wenn ich das nächste Mal das Spiel neu starte, nochmal komplett den Lehrgang machen und dann den ersten Einsatz fahren. Beziehungsweise vielleicht habe ich Glück und wir fahren einfach nur diesen ersten Einsatz, das ist immer der gleiche wahrscheinlich. Tja, habe ich auf gut Deutsch gesagt wieder die komplette Lust verloren an Notruf Freiwillige Feuerwehr DLC. Und somit würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Folge. Es tut mir wirklich leid, dass die Laune immer so kippt während der Folge, aber das Spiel tut auch alles dafür, dass der Spielspaß verloren geht während dem Spielen. Wir werden in der nächsten Folge sehr wahrscheinlich wieder bei der Berufsfeuerwehr sein. Vielleicht probiere ich das nochmal offscreen außerhalb von der Aufnahme, ob der Einsatz jetzt funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wahrscheinlich wieder bei der Berufsfeuerwehr. Und dann fahren wir da wieder mit, weil hier Freiwillige Feuerwehr DLC, ich habe es damals geliebt, als es rauskam. Mittlerweile oder gerade empfinde ich einfach nur noch kompletten Hass dafür. Ist ja komplett egal. So, wir behalten trotzdem unsere gute Laune. So, ich bin mal auf die Kommentare gespannt, was ihr jetzt wieder dazu sagt. Wahrscheinlich wird es wieder sehr viel Hass geben. Notruf ist ja so ein Projekt, selbst als YouTuber, wenn du mit dem Projekt nichts zu tun hast, erfährst du so viel Hass mittlerweile, wenn du Notruf spielst. Habe ich bei Notruf Angriffstrupp für die PlayStation 4 gemerkt. Da waren so viele negative Kommentare dabei, das hatte ich richtig runtergezogen, weswegen ich dann auch so ein bisschen die Kommentare gemieden hatte und auch im Überlegen war, ob ich die bei neueren Folgen deaktiviere. Aber es hat sich dann zum Glück alles wieder gefangen und somit habe ich das alles aktiviert gelassen, habe auch die Kommentare durchgelesen und so weiter. Hat einen trotzdem ein bisschen runtergezogen stellenweise, aber gut, ich hatte da nichts mit zu tun mit der Entwicklung. Krieg's trotzdem als YouTuber schon ab. Ja, bin ich mal gespannt, was es jetzt hier bei der Folge wieder für negative Kommentare hagelt, aber gut. So, ja, wie gesagt, nächste Woche wahrscheinlich wieder Berufsfeuerwehr. Ansonsten, ich probiere es nochmal mit der Freiwilligen Feuerwehr, aber außerhalb von der Aufnahme aus. Und dann ja, entscheide ich weiter, ob ich dann, wenn es bei der Berufsfeuerwehr jetzt auch so Fehler dann überall hat, irgendwie dann, ja, liegt das Projekt auch wieder auf Eis. Naja, gut. Ja, ich hoffe, dass euch trotzdem diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst gerne ein Like da, würde mich sehr freuen, auch motivieren, das Projekt weiter zu versuchen. Ja, gerne auch die Videos teilen. Ja, für Leute vielleicht ganz interessant, die immer oder die öfters mal die Frage stellen, läuft das Spiel mittlerweile, lohnt es sich zu kaufen und so weiter und so fort. Ja, ganz interessant, glaube ich, zu sehen in dieser Folge. Ja, gerne natürlich auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Würde auch mich sehr motivieren, würde den Kanal auch wirklich sehr weiterhelfen, weiter zu bestehen. Und genau, falls jemand neu ist, ein Abo da lassen. Ja, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Oder einem anderen Let's Play. Euer Tommy. Tschüss.